Immer dreister werden die Aussagen von Alec Baldwin bezüglich des Todesschusses am Set des Westerns Rust vergangenen Oktober. Bei diesem Schuss wurde bekanntlich die Kamerafrau Halena Hutchins von einer Kugel getroffen aus einer Filmpistole, ein Filmrevolver, abgefeuert von Alec Baldwin. Jetzt hat Alec Baldwin in einer Klagebeantwortung praktisch dem Opfer die Schuld in die Schuhe geschoben. Er sagte in diesen Gerichtseingaben, dass Halena Hutchinson es gewesen wäre, die gesagt habe, er solle die Waffe entsichern. Alec Baldwin hätte sie gefragt, so jedenfalls die neuen Aussagen. Sie hätte ja gesagt, dann hätte er am Hahn gezogen, aber nicht bis zum Durchschlag. Als er den Hahn losgelassen hätte, so Alec Baldwin, hätte sich der Schuss gelöst, der tragischerweise Halena Hutchins getötet hatte und den Regisseur Joel Sosa verletzt hat in der Schulter. All das geht, wie gesagt, aus einer Klagebeantwortung hervor. Alec Baldwin ist vom Witwer der getöteten Kamerafrau zuletzt geklagt worden auf Schadenersatz. Es ist eine zivilrechtliche Klage. Jetzt, wie gesagt, antwortet Alec Baldwin. Natürlich, die Beantwortung sorgt für weiteren Zündstoff hier in den USA. Gleichzeitig ermittelt nach wie vor die Staatsanwaltschaft in Santa Fe, ob es möglicherweise auch kriminelle Fehltritte gegeben haben könnte am Set durch Alec Baldwin oder andere. Baldwin selbst sagt in seiner Gerichtseingabe, dass er an einem Waffentraining teilgenommen hatte, das durchgeführt wurde von der Waffenmeisterin Hannah Gutierrez. Und auch bei diesem Training hätte ihm die Waffenmeisterin gesagt, dass er nicht selbst verantwortlich sei, zu überprüfen, ob eine Waffe scharf geladen ist oder nicht.